Jesus, Junge. Was ist mit dir? Japanischer Vogel. Also für mich überraschend ist, dass viel, viel Fisch hier gar nicht so roh auf diesem Markt ist, sondern ganz viel in einzelnen Plastikbehältern. Oh, das sieht interessant aus. Soll man probieren? Was ist das? Arigato. Da ist eine Plastiktüte um eine Plastikverpackung gemacht. Ja, ich wollte ihn stoppen, aber er wollte nicht. Er war völlig in seinem Element. Was hätte ich tun sollen? Du kennst das, wie es ist. Ah, ich habe so Bock, neue Getränke auszuprobieren, aber er hat Angst, dass da wieder irgendwas nicht so lecker ist. Und dann stehe ich da. Ist ja viel heißer als am anderen Automaten. Plastik riecht auch gut, wenn es so geschmolzen ist. Schadstoffe. Ach nein, guck mal. In der Plastiktüte war das hier ein plastikbefindliche Ding. Aber das sind plastikbefindliche Ding. Also diese Dattel ist ja selbst auch nochmal ein Plastik. Das ist ja richtig Matruschka Deluxe. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass wir jetzt beim Öffnen feststellen, dass das nochmal in Plastik geschweißt ist. Ich hoffe, Hygiene ist mir hier sehr wichtig. Hallo, ich bin eine Dattel. Jo, die Dattel redet. Das ist absolut nicht mein Geschmack. Oh ja, das Problem ist auch einfach, ich habe ja alles in den Mund genommen. Ne? Ja, diesen ganzen Flabberkram hatte ich jetzt im Mund und das war nicht meins. Das mochte ich nicht, mag ich nicht, möchte ich auch nicht mehr essen in meinem Leben. Hat dann genug Fläumchen gelutscht. Ey, sorry. Dann mache ich lieber Zungenmuskulatur bis zum Ende des Todes, wo du das Gefühl hast, die Zunge kannst du nicht mal rausstrecken. Lieber die ganze Zeit 20, 30 Minuten, als das nochmal in den Mund zu nehmen, was ich gerade hatte. Oh, hier gibt es Süßigkeiten. Hier ist wieder was Unbekanntes. Hey, sollen wir wieder was Unbekanntes essen? Eine 200 Yen, was kann das schief gehen? Sieht eigentlich ganz cool aus, aber auch das ist Plastik verschweißt. Der ganze Markt ist in Plastik. Wow, diese, wie beschreibe ich euch das denn? Von außen so genau, wie man sich das vorstellt, wie bei diesen Jahrmarktsobstteilen. Diese harte Kruste von Frucht. Drinnen sehr, sehr glubschig. Naja, wenn man kann das halt einmal so machen. Dann kann man sich so gegenseitig fragen, ach Schatz, wie findest du das? Schmeckt's dir? Und hier ist es nur noch glubsch, ne? Ohne Schale. Und es ist echt mit wenig Geschmack. Sollen wir in das Riesenkaufhaus gehen, was wir jetzt noch hätten als nächstes Ziel? Ich habe vorhin ja schon auf der Hinfahrt es geschafft, ein Taxi von der Straße zu holen. Das ist auch ein schönes Gefühl. Ich wurde früher auch mal von der Straße geholt. Von daher passt das alles. Hier, Kollege. Kollege. Thank you. Do you accept Galeria Kaufhof Card? Okay. Anscheinend wieder nicht. Bis bald. Ja, ich bin mal gespannt. Das soll jetzt ein wirklich, wirklich großes Kaufhaus sein. Bin gespannt, wie groß. So, Leute, hier ist das mega Don Quixote. Eins der größten Kaufhäuser Japans. Es ist ein riesengroßes Kaufhaus über 8 Etagen mit dem Erdgeschoss. Da sind wir, glaube ich, bei 9, wenn ich richtig gezählt habe. Wir gehen ein bisschen shoppen. Es ist früher Morgen. Japan bisher wild. Vor allem, wo kommt das her? Das kommt aus dem Karton raus. Ach nee, da kommt es hier. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen auf Shoppingtour, weil die Dialoge mit den Japanern bisschen eingeschränkt bisher. Das Englische von denen bisschen nicht vorhanden. Viel Filmverbot halt auch. Zum Glück hier nicht. Jetzt gerade sind wir auf einmal in den Haushaltssachen. Es ist halt auch alles ziemlich wild angeordnet hier. Ich dreh gerade durch, aber wirklich. Also du hast jetzt 5 oder 6 akustische Beschallungen. Wer soll denn hier klarkommen? Und es ist eines der populärsten Kaufhäuser Japans. Hi. Ada? Nein, es ist nicht. Es gibt nicht in Japan jemand, der mich erkannt hat, oder? Ja, es gibt's doch nicht. Hi. Wo kommst du denn auf einmal her? Du hast mich im Stream gesehen, ja, ja. Und bist dann. Aber bist du Tourist oder was? Ja, bist ich bin Tourist. Alter, ich muss mehr klarkommen, dass du in den Stream gekommen bist, als du klarkommen musst, dass ich im Stream bin. Ja. Ja. Wie ist das für dich jetzt hier, auch in diesem Kaufhaus, mit diesen erschlagenen Eindrücken? Oh, ich finde das ganz cool. Also oben gibt es tatsächlich sogar teure Uhren, Omega und sowas kann man hier kaufen. Ja, krass. Ja, Omega kenne ich auch von Omega Lul. Ja, ja, sowas gibt es hier auch. Ey, die Techno-Musik einfach im Kaufhaus, ey. Ja, es ist ganz cool. Ah, wild. Mann. Krass. Ich hätte noch gefragt, woher du mich kennst, beziehungsweise seit wann du die Streams schaust. Tatsächlich durch Knossi und Monte. Ich wollte nur vorstellen, dass wir ein bisschen aus der Musik rausgehen. Ist eine super geile Partymusik. Okay, nein, natürlich, wenn du die eine Musik verlässt, gehst du halt direkt in die andere. Aber durch Knossi und Monte ist natürlich auch eine wilde Kombi. Wohl gar nicht die schlechteste Entscheidung, bei den beiden auch hart zu lutschen und trotzdem Geld noch für die Dienstleistung zu nehmen. Können wir noch ein Foto machen? Ja, selbstverständlich. Dafür bin ich hier nach Japan gereist. what the fuck? Warum dieses Blackfacing hier? Was ist da los? Was macht man damit? Gibt's auch in Weiß? Ja, 9 Stockwerke.
Oh, englische Bezeichnungen. Oh, Parfüm. Luxusuhren. Oha, wie kann man da abends schlafen? Was für eine Reizüberflutung. Naja, schläfst du im Kaufhaus oder? Also, hä? Latschen. Es gibt sehr, sehr viele Orte zusätzlich zu Privatwohnungen, an denen man die Schuhe auszieht. 23 bis 25, die sind zu klein. Aber wie krass, oder? Dass du dann 4.50 Uhr, dass du um die Zeit einfach in ein Kaufhaus gehen kannst und dann kannst du hier nach Schuhen gucken. Was sind das für Menschen, die um 4.55 Uhr Schmuck kaufen in diesem Kaufhaus? Ach du Scheiße, Reizüberflutung, das Todes. Wie die Anweisung wohl aussah, als den Mitarbeitern kommuniziert wurde, dass sie doch noch mal ein bisschen LED-Panels hier in die Regale kleben sollen. Oh, Spielzeug. Oh, Moment, was ist das, Monopoly? Oder ist das ein Super Mario eigenes Spiel? Ich glaube, hier werde ich noch länger sein. Dieses Geschoss ist für mich gemacht. Also wie heißt das, diese Etage? Dieses Geschoss ist für mich gemacht, ist eher halt so ein Tinder-Spruch. Uno, all wild. Ist das richtiges Englisch? Uno, DOS? Diesen DOS-Angriff, dass du mit 10 Karten aufeinander legst und dann ist der andere nicht verloren. Oh, Pokerchips, die du einzeln kaufen kannst. Ich hab so Bock, wieder Poker zu spielen. Ich habe auch ewig nicht mehr im Online-Casino gespielt. Ich bin am überlegen, ob ich wieder anfange, weil man kann sich ja dann das Geld über Tanzverbotsanwälte zurückholen. Ja. Ja, klar, ist für die Wangen, ne? Ja, Schweine. Schweine. Hey, Super Mario. 7,50 Euro. Boah, dieses Torpedo-Ding. Ey, das wäre schon geil, wenn es das auch im echten Leben gäbe. Boah, diese Schildkröte, ich habe instant Bock drauf zu springen. Ach, hier gibt's eine 18-Ecke? Oh nein. Ja gut, dann gehe ich mal ganz kurz rein und mach Fotos für den VIP-Bereich. Alter, oh Gott, hier darf es nicht sein. Jesus, oh, die sind offen. Chat, Japan ist offen. Oh, die Frauen haben sich geöffnet. Alle haben sich geöffnet. Junge. Also ohne Scheiß, ich habe es nicht übertrieben. Viele Dildos, nackte Frauen, ne? Ich weiß nicht, zwischen DVDs und Magazinen alles dabei. Aber sieht eigentlich ganz freundlich ausgeleuchtet auch aus. Und der einzige Bereich, wo halt mal nicht irgendwie ständig so nerviger Sound kam. Among Us. Ist ja cool. Irgendwie tun mir die leid, ich weiß nicht genau. Kennt ihr das manchmal? Ihr seht einfach irgendwelche Menschen und denkt euch, oh nein. Ja, weiß ich auch nicht warum. Oh mein Gott, die haben jetzt wirklich noch Fidget Spinner. Excuse me? Wir haben 2022. Oh man, Puzzle, auch so eines dieser Sachen, die ich manchmal sehe und mir denke, ach, irgendwie wäre es schon geil, mal so ein Puzzle zu machen. So ganz in Ruhe, sich einfach nur dafür die Zeit nehmen. Und dann war's das. Kennt ihr das? So diese Sachen, wo man sich einfach mal denkt, ja, eigentlich hätte ich voll Bock einmal und dann brichst du noch im Satz ab und sagst, ach, guck mal, eine Katze. Diese Sachen. Also geht's mir gerade beim Puzzle. Aber voll Bock gerade auch zu puzzeln. Voll Bock. Ach, guck mal, hier so Pokémon und Elmo wieder. Oh, finde ich hier Utensilien für die Fahrt? Hier sind mir komische Night Silencer. Oh, ich hab Bock auf irgend sowas Komisches. Oh, hier, damit kann man anscheinend sein Maul halten. Stopp, das klebst jemandem drüber, wenn er sein Maul halten soll. Fortnite, das ist das, was Monte immer spielt, ne? Ich habe hier ein Cover gefunden, das typisch japanisch ist. Was war das hier? Oha, warte. Moment mal, was war das? Oh, warte mal, hier gibt's Influencer-Kram. Ringlicht und alles. Selfie-Stick. Ho. Light. Hello, you have beautiful products here. It's very, very nice. Deutze. Hallo. Ja, auch so Influencer und so. Bin jetzt auch neu und so. Arigato. Danke für alles, was du mir gerade gesagt hast. Oh, guck mal. Die haben hier DVDs. Zum Beschreiben. So ein Reiseadapter wäre schon noch geil. Das würde ich tatsächlich jetzt mitnehmen. Nur das Problem ist, wenn die nur für Japan sind, dann ist mir das nicht genug. Ich brauche welche, wo du universal alle Länder, alle Geschlechter. Oh, wie süß ist für einen Finger. Mit einem Daumenmaus. Oh, hallo. Are you German? Hm? Are you German? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ich hab's irgendwie dir angesehen. Hi, ich bin Streamer, ich zeig den Leuten ein bisschen was aus der Welt. Cool. Ach krass, wo, also lebst du hier oder was? Hm? Nein, zu Besuch. Auch zu Besuch, so wie ich. Genieß die Zeit hier. Bis bald. Oh. Danke. Ich war so ganz kurz davor, ihm zu sagen, ja mein Freund, DSGVO gibt's hier nicht. dann gehen wir einmal rum
Und dann geht's in die nächste Etage. Glaubt mir, wir sind noch lange nicht fertig. Das ist ein Horrorstream, Party People, falls ihr eingeschaltet habt und das noch nicht mitbekommen habt. Ich streame in einem Kaufhaus, aus dem kein Entrinnen gibt. Und du kommst jedes Mal immer in eine neue Etage und immer neue Waren. Und wenn du einmal glaubst, ach, ist doch jetzt schon alles, du kannst doch nicht noch mehr Bereiche haben, was willst du denn jetzt noch zeigen? Dann kommt wieder so ein neuer Bereich, wo du denkst, ach, stimmt. Haarföhner, ja, na klar. Was ist das jetzt für ein spezieller Bereich hier? Ah, warte mal, wir haben hier ein Automatencenter? Thomas, die Lokomotive, ey, gut, hier schreien einige Sachen wirklich nach ein paar Mitleidskäufen. Ja, komm, da geht, ah ja, eine kleine Runde. Ich kann jederzeit aufhören, weißt du? Scheiße, ich habe kein Kleingeld. Zum Glück ist da ein Wechsler. Ah ja. Ja, das ist der Sound, den ich hören möchte, mein Freund. Eine Investition auch in den Stream. Nur 2,50 Euro. Thomas, die Lokomotive. Da will ich jetzt aber auch was sehen für. Thomas, ist ein Schiff? Wie geil ist das denn? Seit wann ist das Ding ein Schiff? Wenn wir deprimiert guckt er. What the fuck? Das ist wirklich anscheinend eine Kopie, bei der irgendwas nicht geklappt hat. So lange, bis du das Original findest. Ja, ich würde sagen, wenn wir einmal kurz investieren, müssen wir nochmal, ne? Hey, warte! Betrug? Das ist Thomas, der Betrüger. Ah, jetzt. Habe ich einen zu wenig reingeworfen? Ach, komm mal, hier, Klassiker. Hat er die nochmal in Plastik eingepackt? Ja, ist doch süß. Meins höher, oder? Ja, komm, einer geht noch schnell, oder? Seht ihr was Schönes? Dann sagt einfach Bescheid. Gaming-Stuhl. Gaming-Stuhl. Also wenn das kein Scan-Betrug ist, dann weiß ich es auch nicht. Für 300 Yen, 2,50 Euro. Oh, die ist aber ziemlich klein für einen Gaming-Stuhl, ne? Wollen wir zwischendurch irgendwelche Leute ärgern, die inzwischen eingeschlafen sind? Aufwachen, aufwachen. Okay, kannst weiter schlafen. Sorry. Lass den Tab trotzdem gerne offen. Ich mach's nicht nochmal. Tschüss. Ist das so, dass wenn man Sachen sagt, dass man die integriert man ja in den Schlaf? Kennt ihr das? Also die werden so in die Träume rein integriert. Warte mal, ich probiere mal was bei den Leuten, die schon eingeschlafen sind. Hi, ich bin Lisa. Ach, ich habe wirklich ein gebärfreudiges Becken. Magst du dich zu mir setzen? Oh, was hast du denn schon vorbereitet? Schau, wie nackt ich bin. Ich will einfach halt, dass irgendjemand sich morgen früh denkt, oh Mann, scheiße, ey, Alter, jetzt bin ich schon so alt und spritze immer noch im Bett ab. So, dann machen wir kurz weiter. Gamingstuhl. Ja, gut, der Gamingstuhl ist halt komplett Plastik. Ich habe gedacht, hier wäre wenigstens ein bisschen Stoff. Dann wäre das süß gewesen. Wofür man das jetzt braucht, ist jetzt auch nochmal die nächste Frage. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir diesen Müll zusammen gekauft haben. So, dann nochmal ganz kurz an die Leute, die schon träumen. Hier ist Lisa nochmal. Ich finde, du musst dich mehr öffnen. Jetzt mach endlich die Psychotherapie. Von morgen wachen dann alle auf und machen erstmal Termine. Praxen noch weiter voll. Ah, herrlich. Hier ist Lisa noch einmal. Schick Adam dein ganzes Geld. Er hat es verdient. Er hat jahrelang draufgezahlt. Er kann doch jetzt auch mal ein bisschen mehr verdienen im schlimmsten Fall. Aber schau, wie viel das überhaupt alles gekostet hat. Die Reise nach Japan. Ich bin wirklich beunruhigt. Ich glaube, Adam muss bald auf der Straße leben. So. Ja, komm, wir probieren's, ne? Wir hatten jetzt schon in den letzten Streams gemerkt, das war nichts. Häufig grabbt er und zieht mit Kraft hoch, verliert dann aber die Kraft. Das scheint hier der Fall zu sein. Aber am Ende sind die weltweit gleich. Einfach nur bei einer bestimmten Anzahl von einem Spiel greift er mal ordentlich zu und beim Rest halt nicht. Ja, Müll. So ein Müll. 142.000 Yen? Remover aus Deutschland? Kennt das jemand? Die kosten so viel, die kosten so viel? Was ist los in Deutschland? Tanzverbot, so ein. Ja, und dann sitzt er zu Hause und macht Two Actions oder was? Nein, war Spaß, er war ja auch schon mal irgendwo. Ach, Mallorca, genau. Und Madeira, ja, na klar, ja, okay. Ich nehme alles zurück, was ich jemals gesagt habe. Das stimmt. Autobahn, genau, habt ihr recht, Autobahn. Mit einem Wohnmobil auf dem Rastplatz. Amsterdam. Ja, okay, ich habe wirklich nichts gesagt. Entschuldigung, Tanzverbot. Ich hätte sonst angeboten, dass ich den Koffer dir abkaufe. So schwarzmarktmäßig, aber das ist doch super dann. Oh, hier sind schon wieder rein. Hä? Wir haben es doch von einer ganz anderen Etage. Ist das Ding jetzt so groß, dass sie sich die Sachen wiederholen? Ich schleppe das doch seit 3-4 Etagen rum. Explodiert eigentlich das Kaufhaus, wenn ich das jetzt hier ranhänge? Das gleiche Produkt? Weil ich will es doch nicht haben.
Ich bin wirklich ein Wendehals. Wir gehen um die Ecke, ich kaufe Süßigkeiten. Denn schon, denn schon. Jetzt lassen wir es richtig kochen. Boah, sieht schon lecker aus. Das ist aber sehr viel Kuchen für einen so kleinen Mann wie mich. Was ich an diesen Dingern geil finde, ist, dass du die portionieren kannst hier. Meine Sorge ist nur, dass ich es nicht mag, weil irgendwie sieht das so eklig aus. Matcha, die werden wahrscheinlich genau wieder so gummimäßig sein wie heute Morgen am Fischhafen, wo wir waren. Ja, komm. Pudding und Karamell, Petit Chou. Ja, komm, das holen wir jetzt. Und dann kann ich das so durch die Gegend verteilen, so in Deutschland hier. Oh, ich war in Tokio. Magst du ein Tokio Petit Chou? Ja, ja, das ist da ganz populär unter Händlern, die Touristen teure Sachen verkaufen wollen. Die hatten wir ja letzte Woche noch auf der Anime-Messe probiert im Stream. Denn ich besuche in meinem Stream auch sehr viele Messen. Ja, ich fand halt, die schmecken echt normal. Ich weiß nur nicht, warum KitKat jetzt auch noch Käsekuchen-Edition rausbringt. Aber gut, ist ja eh Nestle, von daher. Chat, ich gebe euch 10 Cent, wenn ihr jetzt zu einer Verkäuferin oder Verkäufer geht, auf mich zeigt aus der Entfernung und sagt, der Herr möchte jetzt zahlen. Aber mal im Ernst, wo zahle ich denn jetzt? Hi, hier ist Lisa. Es ist wirklich wichtig, dass du Adam dein ganzes Geld schickst. Oh, er ist ja wieder steif. So, nochmal ganz kurz an alle Schlafenden, damit sie das in die Träume integrieren können. Oh ja, hier sind ein paar Menschen. So, hier probieren wir mal den wunderschönen Kuchen. Oder das Gebäck, besser gesagt. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch in Tokio bisher, der sich das gekauft hat, um es nicht zu verschenken, sondern es wenige Minuten später selbst zu öffnen. Aber ich werde es so tun, als wenn das ein Geschenk von euch ist. Danke, Chat. Dankeschön. Dankeschön. Oh nein, ich hab's nicht richtig aufgerissen. Ich bin ein Deutscher, ich muss Geschenke richtig aufreißen. Nein, das ist schon okay. Reiß es ruhig auf. Oh, dankeschön. Und dann natürlich aber trotzdem darauf achten, wie man das aufreißt. Oha, neutral. Das bedeutet, sie produzieren das für sehr viele verschiedene andere Städte, wo dann nicht vorne Shibuya Tokio draufsteht, sondern was anderes. Haha, geschickt. Okay, wir müssen kurz zusammenfassen. Die einzeln verpackten Biskuitkekse sind hier von einer Folie vorsichtshalber nochmal komplett eingerahmt in einer Pappschachtel. Und diese Pappschachtel ist nochmal komplett eingepackt gewesen in einer Papptüte, was ich übrigens aus der Plastiktüte geholt habe. Ja, okay, naja, sicher ist sicher. Oh Gott. Das schmeckt erstmal sehr fertig. Ja, Mai, also es ist ein bisschen Creme da drin. Ein ganz leichtes Gebäck. Und das dann einzeln so einzupacken, ich weiß ja nicht. Hauptsache, hier steht überall Tokio drauf, auf jedem einzelnen Ding. Aber tatsächlich kann ich das gut beilegen bei den nächsten Paketbestellungen. Alle paar Wochen bestellt mal jemand was im Shop. Jetzt gerade wieder jemand. Ja, da kann ich dann immer einzeln beilegen. Wisst ihr, das machen auch immer die Startups. Die legen immer eine kleine Haribo-Gummibärchentüte dabei. Als kleine Aufmerksamkeit. Hey, hey. Wie in den Hotels auf dem Kopfkissen. Danke euch. Bis dann.